Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von Test.net. Und heute habe ich mal was von Envision mitgebracht, nämlich zwei Produkte auf einmal. Wird jetzt eine Kunst, beides anzuboxen und das natürlich auch kurz und geschmackvoll zu gestalten. Einmal haben wir den Sheetfed Scanner AD125 und einmal den Sheetfed Scanner AD260. Ja, was man auf den ersten Blick schon mal sagen kann, der 260er, der ist energieeffizienter als der 125er. So, und bei dem 260er kann man 100 Blätter in ein Fach natürlich reinstellen. Also ganz kurz zu erklären, es handelt sich hierbei um einen Scanner und dieser hat eine Kapazität von 100 Blätter und der 125er hat eine Kapazität von 50 Blätter. Jetzt packen wir mal beide gerade aus. Kabel, ne, USB-Port, Netzteil, Netzkabel, Pappe. Auf jeden Fall optisch ein echter Hingucker, sehr modern gehalten. Und ja, macht auf jeden Fall einen super Eindruck. Und sehr unkompliziert gehalten. Hier ist USB-Port dort, hier ist Stromanschluss und mehr gibt es auch nichts zu sagen. Sheetfed Scanner AD125. Pappe, CD, Netzkabel, USB-Kabel, ein Teilchen sogar. Sieht auch echt cool aus. Netzteil. So. Aha, okay. So. Und natürlich eine Betriebsanleitung dabei. Ganz oben zu sehen gibt es einen Aus- und Anschaltknopf, Scan-Knopf, Cancel-Knopf, sprich damit könnt ihr auch den Vorgang abbrechen und damit könnt ihr auch die Funktion einstellen. Ja, und hier hinten ist auch mal ein USB-Port, Stromanschluss, ganz easy und simpel gehalten. Ein Scanner sollte eigentlich das machen, was ein Scanner tun sollte. Und meine Kollegen freuen sich auf jeden Fall, die beiden Produkte zu testen. Und die Testergebnisse findet ihr dann auf test.net, welcher Scanner besser ist, der 260er oder der 125er. So, meine Lieben, das war's von mir und ich verabschiede mich. Tschüss!